wenn Sie sich jetzt selbst fragen, übrigens muss ich noch vorausschicken, dass Ihnen das ja auch bekannt ist, es ist so sonderbar, so komisch, dass man hier im Freundeskreis nicht vom Übel sprechen darf. Vom Übel, das Sie Krankheit nennen. Man darf nichts sagen. Man darf überhaupt den Gründen nicht mit angehen. Und ich möchte ihn doch so gern und das wäre doch so gut. Dann weiß er doch, wo es bei mir fehlt, damit er mir meine Krankheit behandelt. Ja, an diesem Glauben leben Menschen. Und sie glauben, sie müssen das immer wieder anbringen. Sonst können sie nicht heilfroh werden, sonst ist das nicht möglich. Eine größere Dummheit kann ein Mensch nicht begehen, aber macht der Gewohnheit. Denn damit, wenn er darüber spricht oder nicht einmal spricht, sondern nur immer diese kranken Gedanken aufnimmt, das übergibt er seinen Körper, da muss er ja gestört sein, da muss er ja krank sein. Sie können sich viel des Bösen einreden. Sehr viel. Oder, wie es auch im Leben ist, dass Menschen ihre Nächsten so sehr viel von dem Bösen eingeredet haben. Sie aber keine Ahnung hatten und schenken ihm etwas Glauben. Aber da mehrere ihnen dieses immer wieder gesagt haben, guter Letzt glaubten sie es auch. Und tatsächlich war dem so, dass ihr Körper dadurch geschwächt, dass ihr Körper dadurch in Störung geraten ist. Ist doch leicht erklärlich. Im anderen Fall müsste ich die Frage an Sie richten, wollen wir uns nur von dem unterhalten, was Sie bereits als böse empfunden haben? Und wollen wir das Böse jetzt behandeln? Ja, Sie wissen schon, Sie sagen jetzt nein. Richtig, nein, wo Sie es wissen, aber die Menschen, unsere Nächsten, die es noch nicht wissen, denen muss man das auch sagen, an denen muss man auch die Fragen richten. Nun, liebe Freunde, so der Mensch in diesem Glauben lebte und dass er glaubte, das müsste so und so sein, das ist falsch. Also die Krankheit wird hier nicht behandelt. Hier wird nicht über Krankheit gesprochen, da gibt es genug Ärzte, denen sie ihren Körper zur Verfügung stellen können. Ich weiß, dass viele die Nase voll haben, dass viele sagen, ich habe kein Vertrauen. Und sie glauben auch nicht, ist richtig. Aber hier sollen sie nicht sein, um nur einen Versuch anzustellen. Wenn ich nur einen Versuch anstellen würde, sie zu helfen, damit hätte ich sie nicht geholfen. Damit kann ich auch keinen helfen. Daher, liebe Freunde, nehmen wir das Wort ersuchen. Ich ersuche sie, jetzt den guten Weg einzuschlagen. Ich ersuche sie, das Gute wieder in sich aufzunehmen. Indem sie sich von dem Bösen lösen, indem sie mit dem Bösen, was sie mit Krankheit bezeichnen und auch als Krankheit empfinden, das schmerzlich meistens ist, dass sie mit dem Schluss machen sollen, sich mit dem gar nicht abgeben. Und dass sie sich mit dem vereinigen, zu dem sie gehören, zu dem wir alle gehören. Wir gehören zu Gott. Nicht umgekehrt. Nicht, dass Gott zu uns gehört. Wir zu ihm. Aber die Vereinigung muss erst da sein. Sie müssen erst die Verbindung haben. Sie müssen auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Sie müssen auch wissen, dass sie sich, wenn sie diesen Weg gehen wollen, sich wirklich für alle Zeit von dem lösen, das sie als Übel empfunden haben. Und sich nie fürchten. Tun sie doch nur das Rechte für sich selbst, für ihren eigenen Körper, dass sie daraus eine Lehre ziehen. Dann können sie ihre Nächsten von überzeugen. Und das ist Wahrheit, wie sie das empfunden haben und wie das Böse aus ihrem Körper schwand. Wie aus dieser Unordnung, wie sie Jahre im Körper war, jetzt die Ordnung entstanden ist. Das hängt ja ganz von ihrem eigenen Willen ab. Und das hat Gott jedem Menschen beibelassen. Gott bringt keinen Menschen um seinen Willen. Der Mensch lebt zwischen Gut und Böse. Er selbst entscheidet.
Und wo er sich hingezogen fühlt, da wird er gehen. Nicht wohl dem, sondern wehe dem, der noch nicht das Rechte weiß und sich noch verlocken und verleiten lässt zur bösen Seite, wird nicht früher abgehen von dieser bösen Seite, bis er erkannt hat, dass er doch auf die böse Seite gelandet ist. Und dann wird er hellhörig. Und wenn da dann einer kommt und ihn von dieser bösen Seite wieder herausführt, wo er nicht mehr heraus weiß, er weiß gar nicht, wie er da hineingekommen ist, dann wird er ihm dankbar sein. Natürlich muss er ihm folgen, weil dieser Mensch ihm die Wahrheit sagt, weil er ihn auf den Weg führt, von dem er abgekommen ist. Aber dadurch, dass er viel Böses erfahren hat, genau auch am eigenen Körper, dann wird er sich hüten, sich normal dem Bösen hinzugeben, dann wird er wach, dann wird er aufmerksam auf sich selbst, auf seinen Körper, dass ihm ja kein Unheil mehr widerfährt. Und dann wird er alles dazu tun, damit das Böse nicht mehr an ihm heran kann und erst recht nicht in ihm eindringen kann. Wenn ja, dann würdigt er damit seinen Körper herab. Und dazu ist das Böse ja auch. Das hat Gott auch das Böse beibelassen. Und so können wir, das heißt Sie, liebe Freunde, Gott erkennen, wie genau, wie gerecht er ist und wie Sie zu entscheiden haben. Ich weiß, viele würden sagen, ja, anfangs, als ich herkam, habe ich von all dem nichts gewusst. Aber als ich es hörte, begann ich zu glauben. Ich hatte großes Interesse, weil es mir selbst anging, weil es um meine Nächsten ging. Und ich tat einfach das, was notwendig war. Und so wurde ich überzeugt. Und so glaube ich heute an das, wovon ich überzeugt bin. Nun, leichtgläubig zu sein, liebe Freunde, das ist auch eine große Gefahr. Sie werden ja nicht glauben, dass Sie leichtgläubig sind. Aber denken Sie zurück, wie leichtgläubig Sie bisher waren. Ob Hannchen, Tantchen oder Mannchen kam, ob der eine oder der andere es war, auch da dann, wenn er ein besseres Kleid hatte als Sie, und dass Sie ihn für voll angesehen und sagten, das ist einer von den Studierten, das ist einer von denen, der weiß mehr wie ich, der hat den Beruf, der muss das ja wissen, und dass Sie ihm gleich glaubten, gleich Glauben schenkten, ohne überzeugt zu sein. Also sie waren wirklich leichtgläubig. Das soll nicht mehr sein, liebe Freunde. Sie haben die Pflicht, sich von allem zu überzeugen, auch von dem, was ich ihnen immer zu sagen habe. Sie sollen es nicht glauben, noch nicht, erst überzeugen sich. Aber kommen Sie ja nach mich an und sagen, ich kann nicht glauben. Nein, das verstehe ich nicht. Meiner Meinung nach, und dann kommt das wieder. Ist das so? Nein. Wer sich alle Mühe macht und die schöne Zeit dazu nutzt, sich von allem zu überzeugen, da wird es nicht einen Gegner geben, sondern im Gegenteil, er wird viele Erfahrungen sammeln und wird dadurch viele der Nächsten, die heute noch nicht glauben können, die heute noch zu den leichtgläubigen Seelen überzeugen. Es ist nicht meine Pflicht, mich nur alleine zu überzeugen von all dem, was Menschen tun und lassen, sondern es ist auch die ihre Pflicht. Dieses können sie nur, wenn sie von sich selbst erstmal überzeugt sind. Oder glauben sie, sie können sich schon von einem anderen überzeugen, wo sie von sich selbst noch nicht überzeugt sind? Da ist das nicht möglich. Immer an sich selbst erst beginnen. Und wenn Sie so weit sind, dass Sie sich selbst erkannt, sich selbst durchschaut und dass Sie wirklich wissen, wer Sie sind und dass Sie von vielem anderen auch überzeugt sind, diese Überzeugung können Sie weitergeben. Dann sprechen Sie aus Überzeugung. Und dann werden Sie keinen Menschen mehr verurteilen. In diese Gefahrenzone kommen Sie nicht mehr herein. Sehen Sie, wie Sie sich halten müssen, wenn Sie schon auf einem guten Weg geführt sind. Dass Sie ja nicht wieder in Versuchung fallen. Und ja, nicht wieder zu den Leichtgläubigen zählen. Ich will nicht haben, dass sie mich anhimmeln, dass sie mich anbeten. Oh nein.
beten wir alle zu Gott. Er ist weder Katholik noch Protestant noch Mohammedan oder sonst was. Nein, er ist immer gleich. Er kennt keine Konfession. Hat damit nichts zu tun. Aber Gott danken genügt auch nicht, wenn wir das so sprechen und sagen, wir danken. Wir danken dir, du lieber Gott, du lieber Vater. Und was weiß ich, wie Menschen so beten. Ja, nein, damit ist kein Dank abgestattet. Kein Dank. Wir müssen diesen Dank in die Tat umsetzen. Wir müssen viel tun. Wir müssen Gott dienlich sein. Das heißt, Gott dienen. Dazu hat Gott uns hier ein Erdenleben geschenkt. Und dazu kommen wir auch hier zusammen. Hier sollen sie die Wahrheit erfahren. Ich weiß, dass viele draußen auch behaupten, was wir sprechen, ist die Wahrheit. Na, wenn sie von allem überzeugt wären, dann wären sie heute nicht hier. Wenn sie überhaupt nicht gekommen. Dann bräuchte ich auch gar nicht hier sein. Und das ist das, was ich zuvor kurz schilderte. Wie groß die Verwirrnisse in den Menschen sind. Also Gott danken heißt, dieses Tun, sich dankbar zeigen. Und wo beginnen Sie da? Wenn Sie einem Ihrer Nächsten helfen? Nein, noch nicht. Sie müssen erst die Kraft haben, Ihren Nächsten helfen zu können. Ihren Nächsten belehren, wenn Sie Ihre Meinung da hineinschieben, wenn Sie Versuche anstellen? Nein, Freunde, gar nicht. Müssen Sie Kraft aufnehmen, um ihm helfen zu können. Sie müssen die Überzeugungskraft haben. Die Überzeugung gibt ihnen schon die Kraft. Da ist der Einfluss schon. Das heißt, da fließt die Kraft schon in ihren Körper. So sie ihren Körper, wo ihr Körper doch ein wirklich wahres, göttliches Geschenk ist, müssten sie diesem ihrem Körper doch wirkliche Beachtung schenken. Oder nicht? So sie ihm Beachtung schenken, liebe Freunde, da beginnt der Gottesdienst. Da beginnt der Dank. Da werden sie aufmerksam. Aufmerksam auf sich selbst. Indem sie wirklich glauben, was auch Wahrheit ist, diesen meinen Körper habe ich von Gott für ein Erdenleben verliehen erhalten. Ich darf eine bestimmte Zeit hier sein. Gott hat die Zeit für mich bestimmt. Wann ich hier sein darf und wann ich wieder abtreten darf. Wann ich mein Kleid, mein Körper ablegen darf. Aber ich möchte jetzt nicht zu weit greifen, sonst könnte ich Ihnen sehr, sehr viel sagen, Freunde, wie falsch auch Menschen hierin handeln. Wenn einer die Erde verlassen muss, was sie als Tod bezeichnen, dann wird er beweint und bedankt. So weit möchte ich heute nicht greifen. Da verstieß der Mensch sich auch schon gegen all das, was Gott für den Menschen bestimmt hat. Er verstieß sich gegen die Bestimmung Gottes. Das heißt, gegen das, was Gott uns geboten hat. Ein Erdenleben geboten, von bis.